ich finde, wir sind die letzte Generation, die wirklich aktiv was machen kann. Und wenn man halt sieht, was Industrieländer wie Deutschland alles verursachen und wie viele andere Menschen auch dafür leiden müssen, sage ich mal, finde ich es halt, ich fühle mich irgendwie moralisch dazu verpflichtet, irgendwie meinen Teil dazu zu leisten, dass ich halt irgendwas tue, um meine Umwelt zu retten. Ich habe von Mitmischen gehört, beziehungsweise hatte das erste Mal Kontakt mit Mitmischen, als Severin und Geraldine zu uns an die Schule gekommen sind, um einen kleinen Workshop zu veranstalten. Wir haben uns unterhalten darüber, wie sieht ein utopisches Halle der Zukunft aus, wie stellen wir uns das vor und was sind eigentlich die Probleme, die wir in der Welt sehen und weswegen wollen wir gerade was machen. Ja? Herzlich willkommen zum Festival of Ideas von Mitmischen. Ich möchte natürlich meinen Wohnort auch so gestalten, wie er mir gefällt und möchte auch, dass sich alle Leute hier wohlfühlen. Und man sieht einfach in ganz vielen Faktoren, dass irgendwie was nicht stimmt im Thema Nachhaltigkeit und dass was verändert werden muss. Wir überlegen uns jetzt Aktionen, was wir machen könnten. Zum einen eben so ein Auto darzustellen als Modell, mit Seifenblasen, Abgase zu symbolisieren, dass das auch irgendwie was Künstlerisches, Ästhetisches hat, was Leute anlockt und dann mit denen ins Gespräch zu kommen. Was bedeutet eigentlich Autofahren, wenn 80.000 Autos in Halle sind und wie kann man das irgendwie Leuten nahebringen, dass das schon komisch ist und auch ein Luxus irgendwie. Das Ziel ist ja, wirklich einen flächendeckenden sozial-ökologischen Wandel durchzuführen bzw. zu bewerkstelligen, zu unterstützen. Und wir fragen uns, wie geht das auf kommunikativer Ebene? Wie können wir mehr Leute abholen für die Themen, die uns interessieren und die auch diese Menschen interessieren, die es vielleicht auch gar nicht wissen? Wir haben eine Gartenaktion gemacht. Wir wollten Halle ein bisschen bunter und bienenfreundlicher machen und haben in Eierpappenschalen kleine Samen reingemacht und die auf dem Marktplatz verteilt. Ich wünsche mir eine freundlichere, ökologischere, buntere Stadt, damit es nicht nur Stadt ist und man nur arbeiten geht und dann nach Hause geht, sondern dass man auch auf dem Weg tolle Menschen trifft, sich mit Menschen vielleicht auch unterhält. Das finde ich total wichtig, dann auch noch über andere Dinge nachzudenken als nur ja, Schule, Ausbildung, Arbeit, Familie oder so, sondern wie möchte ich denn auch, dass meine Familie später mal lebt? Total wichtig. Und man sollte sich da einbringen, anstatt sich irgendwie nur zu beschweren, dass es nicht so ist, wie man es gerne hätte. Also mich nervt sehr die Ignoranz der Menschen, dass sie sagen, ja, okay, Klimaschutz, Klimawandel, schon mal gehört, aber das betrifft mich ja eh nicht. Das ist ja gar nicht meine Welt, das können andere für mich regeln. Und ich finde, viel zu wenig ist vertreten dieses, da muss was geändert werden. Und ich bin hier, ich bin derjenige, der das machen kann. Und ich finde es super, wenn dann Leute wie Geraldine oder Severin sagen, okay, wir machen das jetzt mal. Wir sind diejenigen, die jetzt hier andere Leute mitziehen und dann, ja, und dann eine Gemeinschaft gründen. Generell finde ich, dass die Arbeit auf kommunaler Ebene immer der erste Schritt sein muss, um bundesweit und auch global was zu ändern. Denn die größte Veränderung geht, glaube ich, immer von der kleinsten Zelle aus. Und wir sind nun mal hier auf dieser kleinen Ebene und trotzdem in der Lage, tätig zu werden und trotzdem in der Lage, was zu tun. Und die Chance müssen wir nutzen.
haben vor, den Altstadtring einspurig zu machen und die andere Spur dann als doppelten Radweg nehmen für Hin- und Rückverkehr für Radfahrer. Wir hatten quasi dann das Transbi im Hintergrund vorbereitet mit Fahrrad- und Autoteil in die Stadt. Ja, das war quasi unsere Grundidee, dass wir halt nicht nur die Autofahrer den Verkehr dominieren, sondern auch die Radfahrer, damit sich das quasi teilt und man einen guten Kompromiss findet. Ich habe angefangen mit den FFF-Demos, wie die meisten hier, und ich finde es halt so eine gute Möglichkeit, sich noch ein bisschen weiterzuhelfen und quasi auch was Kommunales einzuwirken halt für die eigene Stadt, weil man letztendlich trägt ja selber was davon. Ja, die Schiffsaktion beschäftigt sich mit einem stillgelegten Schiff, was seit vielen, vielen Jahren an der Hallischen Saale liegt. Der Plan ist, dieses Schiff abzukaufen und zu einem Jugendort von morgen zu machen. Dahinter versteckt sich einfach der Gedanke von einem Jugendtreff, der irgendwie den Schwerpunkt auf Richtung Nachhaltigkeit und bewusstes Leben hat und gleichzeitig eben einem Problem eine Antwort gibt, was Halle generell hat, nämlich dass es viel zu wenige Orte gibt, wo Jugendliche sich abends treffen können, um vielleicht zusammen Party zu machen, ein bisschen zusammen laut zu sein, Musik zu hören, ohne dabei irgendwelche Anwohner zu stören. Wir haben uns jetzt zusammengesetzt mit verschiedenen Vertretern aus Politik und der Verwaltung von der Stadt Halle und wir versuchen einfach mehr Kontakte aufzubauen, mehr Möglichkeiten zu schaffen, dieses Projekt umzusetzen, weil es doch hochkomplex ist, so ein Schiff erstmal zu kaufen aus dem Ausland, den Besitzer ausfindig zu machen, dann Fördermittel zu beantragen, dann das Schiff irgendwie zu tragen finanziell. Das sind alles ziemlich arbeitsaufwendige Schritte und wir versuchen Kontakte zu knüpfen, um eben möglichst viele Leute damit einzubinden, die uns dabei unterstützen. Ich glaube, für viele von uns, die beim Mitmischen auch tätig sind, war tatsächlich der Ausgang oder der Initiator, hier hinzukommen, erstmal irgendwie das, was im letzten Jahr passiert ist mit Fridays for Future, mit der Aktivität, mit der Politisierung, die durch unsere Altersschicht gegangen ist. Ich glaube, viele sind hierher gekommen mit dem Gedanken, okay, wir wollen nicht nur demonstrieren, sondern wir wollen auch was machen. Und ich glaube, an dem Punkt sind wir jetzt. Und ich bin ganz froh, dass wir wirklich so weit gekommen sind, jetzt wirklich in die Projekte reinzugehen, aktiv zu werden und wirklich was zu verändern. Wir bereiten gerade so ein Sit-in vor für die brachliegende Fläche neben dem Elisabeth-Gymnasium. Und wir wollen diese Fläche eben in so eine Art Gemeinschaftsgarten umwandeln. Mit verschiedenen einzelnen Flächen, also wie zum Beispiel einen Garten, eine Wasserfläche, ein veganes Café und auch eine Bienenwiese. Und es soll halt in der Hinsicht ein Gemeinschaftsgarten werden, dass eben die umliegenden Schulen zusammen dran arbeiten und auch das Altersheim, das daneben liegt und halt auch einfach jeder, der Lust drauf hat. Genau. Und es ist auf jeden Fall ein Erfolg, falls es funktionieren sollte. Und wenn ich dann davor stehe und sehe, wow, da sind die Leute von den ganzen drei Schulen oder vom Altersheim jemand und dass sie sich da wirklich auch vielleicht zusammen unterhalten und einfach was zusammen machen. Was ich halt mega cool fand, ist, dass es sich halt einfach so entwickelt hat, dass wir jetzt wirklich Ideen haben, die wir in Halle umsetzen können und die realistisch sind. Ich glaube, dass halt so ein kleines Projekt vielleicht was Größeres bewirken könnte. Also wenn zum Beispiel man mit der Brachfläche anfängt, das funktioniert, dann denken sich andere Organisationen, yo, da können wir auch was machen in der Art und dann wird Halle vielleicht an sich grüner und umweltfreundlicher und dann ist Halle als Stadt ein Beispiel für andere Städte und es geht immer irgendwie so weiter, glaube ich. Und das finde ich auf jeden Fall mega cool. Ja. Wir sollten wissen, wie gut es uns geht. Wir achten nur darauf, was uns fehlt. Doch das ist unser aller Planet. Wir sollten achten, was wir haben. Wir sollten wissen, wie gut es uns geht. Wir achten nur darauf, was uns fehlt. Doch das ist unser aller Planet. Wir haben alle was zu sagen. Die Bahn verpasst sind Scheiße getreten. Der Kaffee zu kalt, du platzt aus allen Nähten. Die Bahn verpasst sind Scheiße getreten. Der Kaffee zu kalt, du platzt aus allen Nähten. No, Luxusprobleme, egal wo ich gehe. Luxusprobleme. Oh, Luxusprobleme, egal wo ich gehe, Luxusprobleme. Wir sollten wissen, wie gut es uns geht. Wir achten nur darauf, was uns fehlt. Doch das ist unser aller Planet. Wir sollten achten, was
sollten wissen, wie gut es uns geht.